Hallo, mein Name ist Alex Hursch, ich bin Swiss Profiler und psst, wir müssen leise sein. Ich habe für euch was mitgebracht und das ist genau hier. Hier drin ist es. Und möchtest du gerne wissen, was hier drin ist? Okay, ich werde es dir in kurzer Zeit erklären und zwar, ich habe erst vor kurzem herausgefunden, wer der Schuldige ist. Genau der ist hier drin. Ich habe nämlich für mich herausgefunden, dass ich einen Schuldigen habe. Ich habe einen Schuldigen, den habe ich gefangen und kann jetzt immerhin hier in meinem Säckchen herumtragen. Ich habe ihn meistens in meinem rechten Hosensack dabei und immer wieder, wenn ich das Gefühl habe, ich muss ihn sehen, dann nehme ich heraus und kann ihn anschauen. Ich kann ihn beobachten, ich kann ihn sehen. Ich kann genau sehen, was er tut. Weil er hat mir geschmerzt. Jahrelang hat er mir geschmerzt und mich piesackt und mich dahingestellt, wo ich war. Ich konnte nicht mehr wachsen wegen dem da. Jetzt weiß ich, ich habe verstanden, um was es geht. Und ich möchte dir ihn zeigen, darum habe ich auch diesen Film für dich gemacht. Und es kann ja auch sein, wenn ich sowas habe, dass du ihn auch hast, dass du ihn vielleicht auch bei dir hast, aber vielleicht noch nicht in so einem wunderbaren Säckchen, wie ich ihn da habe. Und vielleicht trägst du ihn auch nicht mit. Ich könnte auch ihn in meinen Hals hängen oder hier drin. Dann habe ich ihn in den Griff bereit. Da ist er drin. Der mich behindert hat, dass ich nicht wachsen konnte. Ich konnte meine Firma nicht umsetzen und nicht dahin skalieren, wo ich war. Kennst du das? Suchst du auch so jemanden? Dann kannst du ihn haben. Ich kann ihn dir geben. Es ist meinen zwar, aber ich gebe ihn dir, weil du für mich wichtig bist. Ich glaube an dich. Dann darfst du ihn haben. Und jetzt möchte ich gerne die Tatermittlung einleiten, um zu verstehen, was da drin ist. Was habe ich denn da drin? Was hat mich in den letzten Jahren behindert, dass ich nicht wachsen kann? Warum habe ich es nicht verstanden, meine Ketten zu sprengen und weiterzukommen? Und jetzt habe ich ihn, da drin ist er. Und du darfst ihn mit mir teilen, wenn du möchtest. Du darfst ihn auch haben. Und jetzt sage ich es, was es ist. Es war mein Glaubenssatz. Es war mein Glaubenssatz, dass ich nicht wachsen kann. Genau der hat mich behindert. Und ich brauchte einen Schuldigen dafür, dass ich es verstehen kann. Ich muss ihn permanent beobachten und schauen, was er genau tut. Aber verstanden habe ich immer noch nicht, was da genau passiert. Weil solange ich ihn auch beobachte und bei mir im rechten Hosensack behalte, ist meine Aufmerksamkeit auf diesem Glaubenssatz. Aber er ist trotzdem schuldig. Weil ich brauche so einen, ich brauche genau dich als Schuldigen. Ich kann es ja nicht sein, also habe ich ihn hier hineingetan. Ich habe ein wunderbares Säcklein gemacht, um ihn hier reinzutun. Der Glaubenssatz, genau der hat mich behindert, um dahin zu kommen, wo ich jetzt will. Aber solange ich genau in dieser Konstellation bin, ich darf dir nicht so viel erraten. Aber genau darum geht es in meinem neuen Podcast. Es geht um den schuldigen Glaubenssatz. Dass man verstehen kann, was es auf sich hat. Der schuldige Glaubenssatz. Ich wünsche dir viel Spaß bei meinem neuen Podcast. Ich wünsche dir viel Spaß bei deiner Entwicklung und bei deiner Gestaltung deines schuldigen Glaubenssatzes oder eben weiterzukommen. Wie geht denn das? Was kannst du tun? Oder warum ist das so wichtig? Genau darüber rede ich in meinem neuen Podcast. Podcast Profile, wo man Menschen liest. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß in deinem Tun, in deiner Umsetzung. Dein Alex Hurschner, dein Swiss Profiler.